Hallo und herzlich willkommen zurück zur Weltraumphase ins Bohr. Mal wieder im Ladebildschirm. Ja, wie eh und je, ne? Ja, zum letzten Mal sind wir dabei ja stehen geblieben, Geld zu machen, um so ein paar Kolonien zu, ja, ausbauen eigentlich, ne? Einfach nur auszubauen. Und davor, also wir wollten gleichzeitig noch ein paar Handelsrouten aufbauen für eine neue Plakette, dass wir das Gewürzlager bekommen. Ich erinnere mich. Und davor wollten wir halt gucken nach ein paar Planeten, die wir eigentlich ganz gut brauchen könnten, um da halt diese ganzen Sachen reinzupacken, also die Handelsrouten. Und da haben wir zum Beispiel hier eine Menge bei dem Reich, Potenzial meine ich natürlich, weil die eine Menge hier blaues Gewürz haben und grünes Gewürz. Das Kleinreich hat uns durch den Krieg erklärt, während wir ihre einfallenden Flotten aufhalten und zerstören, können sie sich doch den Spaß machen, ihre kaum verteidigte Heimatwelt anzugreifen, oder? Wo finde ich diese Hundesöhne? Jawohl, das nenne ich Kampfgeist, immer auf sie. Spürst du es? Spürst du schon die Hitze im Bauch? Freust du dich schon sehr aufs Flammenmeer? Dann ab dafür! Dieser Spruch. Fliege zum Abrarikord im Ana-16-System und leg ihre Städte in Schutt und Asche. Kein Stein soll auf dem anderen bleiben. Und ich will nichts vom Überlebenden hören. Wenn du das schaffst, geben wir dir 300.000 Spordoles. Oder Spordos, oder. Ja. Geh jetzt sofort. Deinen Befehl hast du. Ja, jupp. Ich hoffe, das sind nicht die, die wir so gern mögen. Wohin sollen wir? Es ist bekannt, dass der Stern heißt Anase. Diese deutsche Sprache. Kleinreich geschrumpft werden. Im Ana-16-System. Akrahi Kordo. Im Ana-16-System. Ich hoffe so sehr, dass es nicht die Grünen sind. Nee, aber es ist doch irgendwie das Bananensreich oder wie auch immer die hießen, ne? Kann man hier irgendwo Diplomatie, Missionen, Verbündete und Feinde? Nee. Egal. Anna 16. Ich hoffe, das sind die Orangenen. Vielleicht finden wir einen Anna 16. Nee, sieht schlecht aus. Reiseverlauf. Mission kommt nur das hier. Das Kleinreich. Es ist doch das Kleinreich, oder nicht? Aber wenn, dann haben wir auch. Ja. Gib uns doch bitte einen anderen Auftrag, ja? Wärst du so gnädig? Okay. Unser Schott ist momentan im Manöver. Zu einem späteren Zeitpunkt darfst du einen neuen an. Okay, das ist schade. Jetzt mögen die uns. Dann können wir ja vielleicht noch mal gucken, ne, ob wir eine Mission kriegen. Dein Versuch uns zu gefallen gefällt uns. Nee, können wir momentan nicht. Okay. Handel, da ist nichts billiger geworden bislang. Diplomatie. Der Handel erhöht die Sicherheit unserer beiden Reiche. Wir schicken uns unsere Schiffe. Jawoll! Das geht also schon so. Dann möchte ich noch mal gucken. Hier unten war doch noch eins, ne? Genau. Das sah ziemlich gut aus. Von der Gewürzvielfalt her. Oder sagen wir mal von der Gewürzfarbe her. Das ist feindliches Gebiet. Die Rasse wird dich so lange angreifen, bis du es verlassen hast. Deine Entscheidung, fliehen, kämpfen oder Frieden schließen. Was soll es sein? Dieses Territorium wird von der Heimatrasse dieses Sternes kontrolliert. Sie betrachtet deine Anwesenheit als aggressiven Akt. Au, au, au. Ich will hier doch nur weg. Ich will hier weg.
So. Ich wollte nur zu diesem bescheuerten Stern darunter. Oh. Wie kommen wir denn darunter? Ich glaube, wir müssen zu dem Stern. Ja, und können dann darunter. Oh, okay. So. Einmal da rein scrollen, genau, das muss man noch machen. Und mit denen reden und danach. Unser Schiff ist noch unterwegs. Wunderbar. Mission, hast du was? Während wir uns, du für uns tätig bist, können wir uns viel freier dem Kampftraining widmen. Wir haben eine neue Zivilisation im He-27-System entdeckt. Wir würden diese Welt gerne als Militärstützpunkt benutzen, sind aber unsicher, wie die Eingeborenen wohl darauf reagieren würden. Hilfst du uns dabei, diese neue Spezies genauer zu erforschen? Auf einem der Planeten im He-27-System gibt es eine intelligente Rasse. Bringen uns eine dieser Kreaturen, damit wir sie auswerten können. Und keine Gewalt! Noch nicht. Das da kommt mir nicht ins Frachtraum. Bitte reise zum Planeten Tana ab. Nach der Ankunft hast du bis zur Rückreise. Hast du bis zur Rückreise 3 Sekunden Zeit. Okay, dann lade ich mich kurz auf. Händler 2, du hast 5 Handelszonen. Gewürzlager, oh, wir haben's. Wir haben's. So, einmal kurz auffüllen. Denn. Und reparieren natürlich, denn wir brauchen wahrscheinlich ein bisschen Energie. Also, wie war das? Im Hell-27-System. Da haben wir eine Kolonie. Nee, haben wir nicht. Haben wir doch. Nee, haben wir nicht. Aber das sind genau unsere Rasse im Vorstadium, die hier gerade anwesend ist. Okay, dann nehmen wir mal einen von unserer eigenen. Gut, dann so. Erst einmal das. Tut mir leid, tut mir leid. Tut mir leid, tut mir leid. Komm her. Ruhe. Entführe einen Bürger vom Planeten Tana. Dieser Planet befindet sich im He-27-System. Tana, 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 Tana. Ist das Tana? Ja, das ist Tana. Okay, dann müssen wir jetzt in 2 Minuten nur noch zurückkommen. Zu dem da unten. Das passt ja ganz gut. Dann gehen wir mal zu dem Planeten. Hier daneben ist ein... Ach, T0, okay. Mission. Bringt für Schreiker, habt ihr alle Anweisungen? Oh, Moment. Die Zeit läuft nicht, ne? Für einen Bürger von Planetan am He-27-Stern zu sehen. Es ist bekannt, dass dieser Stern ist zwei von der roten Sterne am Nach der Landung auf dem Planeten Tana hast du Sekturenzeit, um die Bürger ausfindig zu machen und zu entführen. Habe ich doch. Habe ich doch. Um den Bürger ausfindig zu machen und zu entführen. Da ist Tana. Das Klein und Iplix. Das ist Tana. Ich habe doch noch einen im Frachtraum. Wo sind hier denn noch welche? Nee, es ist ein Busch. Okay, es ist eine zerstörte Stadt. Dann warte mal. Nehmen wir die noch mit? Oh, das sind meine alten. Mit meinem alten Namen, den ich immer benutzt habe, auch noch. Oh, okay.
Ach, da kann ich übrigens was so Lustiges dazu erzählen. Nicht, dass ihr jetzt denkt, ich hätte jemals Fußball großartig gespielt. Mir geht Fußball so ziemlich am Arsch vorbei. ist es das Wesen, dass sie mir ungeduldig wollen? Sollen wir es hier etwa hier hinladen oder was? Das hier. Oder das hier. Okay, dann kapiere ich diese Mission nicht. Das heißt, wir können, ja, uns quasi sein lassen. Ich nehme einfach hier was mit. Auf dem Teil 0 Planeten gibt es noch was. Wo ist es denn? Da. Also ich habe die Mission nach bestem Gewissen gemacht. Vielleicht verstehe ich auch etwas einfach nicht. Das kann gut sein. Was ist das? Achso, das ist Sammler 2. Du hast 8 Artefakte. Okay, dann fliegen wir nochmal zurück. Laden alles wertvoll ab. Müssen wieder durch feines Gebiet. So. Nee, das ist nicht unser Heimatplanet. Warum fliege ich hier überhaupt hin? Und dahin. Dann sammeln wir nochmal kurz Gewürze ein. Weil so schnell wird das nicht gehen, dass wir wieder irgendetwas mitnehmen können. Du hast keinen Lagerraum für mehr Gewürze. Oh. Ja, habe ich gleich aber. Wo sind denn hier die ganzen wertvollen Sachen? Da. Also einmal eine Tour. Wo auch immer die jetzt gelandet ist. Ich will es, glaube ich, gar nicht wissen. Ach, das sind diese drei Truhen, ne? Genau, das sind die drei Truhen, die wir für die Aufgabe brauchen. Wo ich keine Ahnung habe, wie ich die zur Hölle wo... Naja, auch herein. Und, ich weiß, dass das Leben tötet. Dann gebt mir mal eure Gewürze. Genau, hier sind Gewürzpakete. So, damit haben wir die Gewürze von denen. Wir könnten noch mal kurz mit denen reden, mit dem Handel. Oha, ist das teuer. Ei, das tut weh. Okay, die haben aber keine Gewürze jetzt mehr, ne? Nein. Okay, dann gehen wir mal hier raus. Wir müssen mal wieder ein paar Händler finden. Und wir fliegen mal kurz da und da hin. Und gucken nochmal, ob die irgendwie teures Zeug kaufen wollen. Die haben wieder was Wertvolles da bei ihnen. Ja, rotes Gewürz, das passt. Habt ihr vielleicht Mission für uns? Mission fehlgeschlagen. Achso, dann müssen wir noch zum Planeten. Das verstehe ich nicht. So, einmal hier. Nein, das war falsch. Mission. Der Planet Annie eignet sich möglicherweise für die Errichtung einer Handelsstation. Aber bevor wir ihn besiedeln, muss zunächst eine Untersuchung durchgeführt werden. Für ein Wesen deiner Herrlichkeit ist das sicher eine trivale Angelegenheit, die wir natürlich angemessen vergüten. Der Planet Annie ist im Orbit des Vries. Sobald du jeweils eine Probe aller Pflanzen und Tiere gesammelt hast, hol dir hier deine Belohnung ab. Wir können kaum den Drang unterdrücken, mit unseren Spekulationen auf den Immobilienmarkt zu beginnen. Reise bitte zum Planeten Annie und komm mit so viel Flora und Fauna zurück, dass sich die Wände des Frachtraums biegen. Aber die wollen nichts großartig und die haben auch nichts... Doch, Gewürzlager für 250.000. Deswegen mag ich es, mit anderen Spezies zu handeln, weil die meistens alles für die Hälfte des Preises haben. Aber es ist mir ziemlich teuer. Ich möchte erst mal meine Kolonien aufbauen können. Da treffen Flüssignale. Alle Verbündete können wir in unserer Ecke der Galaxie eine Vollprofitzone einrichten. Besprechen wir unsere Fusion. Der möchte... Okay.
Der kam auf die Idee mit uns. Du hast zwei Bündnisse geschlossen. Ein Bündnis zu schließen. Das ist toll. Ich wusste gar nicht, dass es so läuft. Also, das ist auch der, wir müssen uns beeilen. Das sehe ich jetzt erst. Der Planet Annie liegt im Sternsystem Fries. Fries. Annie. Also, das ist genau da, wo die... Nicht, dass sie am Ende hier irgendwie anfangen, Krieg zu führen. Erst einmal werden wir dann alles aus unserem Frachtraum rauswerfen, aus der Gewürze. So, und dann nehmen wir hier mal so... Und da sind noch ein paar hier. Plop, 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 plop. Habe ich alles? Lass mal sehen. Bäume habe ich. Gebüsche und Dill. Und zwei Tiere. Da fehlt mir nur noch... Allesfresser, Pflanzenfresser. Upsi. Immer noch nichts Neues. Immer noch nichts Neues. Was sind das für welche, die wir noch nicht haben? Immer noch nichts Neues. Da sind nur, ja. Wo sind die denn, die wir noch nicht haben? Es gibt hier mehrere Rassen. Das sieht neu aus. Okay, dann einmal hier raus. Ja, bla, sanft unterbeam. Ey, wenn man nicht was meine ich. So, dann einmal hier zurück. Ja, Energie low. I don't care. Dein Licht lässt die Sterne wahrlich erblassen. Viel Spaß mit deinen 40.000 Spore-Dollars. Außerdem bekommst du eine Sonderführung durch unseren Bazar mit Sonderangeboten, die nur wenige Stunden gültig sind. Naja, sind sie nicht wirklich. Repariert alle verbündeten Einheiten in der Nähe. Was ist das? Feuerwerk. Achso, nee. Ich habe gedacht, das ist jetzt der Freudenstrahl. Den würde ich nämlich wirklich gerne haben. Ich erinnere mich noch an den. Der Freudenstrahl war toll. Ich will den echt haben. So, dann gebt mir mal die Gewürze. Danke. Oh, wo haben wir den Grün? Da ist der Freudenstrahl, Mini-Glücksstrahl. Nur der ist mir zu teuer. Das hätte ich wirklich gerne. Ich hätte eigentlich alles wirklich gerne. Naja. Dann zu dem da. Boah, es ist so schwer, den zu treffen. Und, warum steht das da jetzt, dass ich auf einen Egal. Ich habe schon wieder zwei. Woher kriege ich das ganze grüne Gewürz? Ich will es, glaube ich, gar nicht wissen. So, dann... Wollt ihr immer noch so teures Geld? Ja. Das hat sich jetzt richtig gelohnt. So. Ich hätte übrigens wirklich gerne so eine Art Bazar, wo man sieht, was man da alles für wer wo was gerne kauft und verkauft. Da kriegen wir vier davon. Und ja, kriegen wir noch gar nichts, ne? Doch, hier kriegen wir auch schon. Okay, herrlich. Dann fliegen wir nochmal hier hin zurück. Wir wollen ja grünes Gewürz gerne haben. Frag mich nur, warum ich grünes kriege, weil ich weiß, dass da grünes ist, aber ich sollte von denen doch... Na, egal. Handel, das hier und das wünsche ich hier auch relativ. Boah, die ausrasten! Okay, nee, warte mal, ich wollte noch eigentlich aufladen. Da. Und nochmal zurück hierhin. Also wenn man weiß, wo die Stationen sind, wo man hin muss, um Gewürze zu kriegen und so, ist es ja ganz gut.
Aber ansonsten dauert das einfach zu lange, um das alles zu verkaufen und so. Vor allem das Suchen nach Handelspartnern ist schlimm. Die wollen hier das Gelbe. Und machen gerade richtig schön Geld, ne? Ich meine, guckt euch das an. 681.000. Ihr wollt immer noch relativ viel. Wir haben gerade keine Jobs. Okay. Vielleicht ein anderer Planet von denen. Oder beziehungsweise wir geben erstmal das Fehlgeschlagene ab. Ist auch eine Idee. So. Admiral Gunnar-Aktelgan, du hast bei diesen simplen Missionen versagt. Wir werden... Mission. Der hat also momentan nichts. Okay, dann fliegen wir nochmal. Warum ist da so ein roter Strahl hin? Die mögen uns wirklich nicht. Oh, das sieht gut aus hier. Obwohl, nee, sieht nicht gut aus, weil wir auf das grüne Gewürz erstmal nicht drauf kommen werden. Wir könnten aber dahin. Und die mal angreifen. Denn ich möchte mal ein bisschen Kampf. Kommt her. Da flog doch auch einer hier irgendwo. Der ist so in die Richtung da. Der hat sich gerade in dem Moment geheilt, ja, kleiner. Ah. Oh, was ist das denn? Ich glaube, das kommt von den Städten oder so. Angreifen kann ich es auf jeden Fall nicht. Komm her! Wie sieht es um unser Leben aus? Flucht! Ja! Ich hab's gerade gesehen! Flucht! Fliehe! Flieh schneller, du! Rette vor einer Ökokatastrophe. Ja, gleich! Nein, da wollte ich nicht hin. Ökokatastrophe kommt gleich. Ist okay. Ist okay. Apropos. Der gibt uns grünes Gewürz und kauft das... Ich will das gar nicht wissen. Ne, der Übertragung. Wir fliegen da ja schon sofort hin. So. Feindliche UFOs greifen den Planeten an. Natürlich ist es direkt Mr. Orange. Wo seid ihr? Komm her, großer Schiff. Wo bist du? Da. Was wackelt der so herum? Okay, dann jetzt hier die nächsten. Oha. Starker Beschuss. Aber noch ist alles in Ordnung. Und du lässt unsere Stadt in Ruhe, dass es klar ist. Geht doch. So. Was haben die für... Ich will es gar nicht wissen, glaube ich. Die anderen haben doch auch noch was fallen lassen, ne? Money, 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 money. Norm. Danke für die Hilfe. Ja, ja. Handel. Gib mir das. Nimm das. Boah, die haben... Was ist das? Mini-Bombe. Eine schwache Bombe, die Fahrzeuge und Gebäude beschädigen kann. Das bräuchten wir wohl jetzt. Wenn wir in den Kampf ziehen. Naja, egal. Hey, die haben ja immer noch was. Ach, egal.
Döp, döp, döp. Cloud zu einer Ökokatastrophe. Moment mal. Oh. Schnell dahin. Schnell dahin. Eine Minute. Wupp, 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 wupp. Mini-Laser. Okay, okay, okay. Gib Gummi. Ja, rückwärts fliegen. Super Idee. Wo, wo, wo? Ich gebe ja schon Gummi. Wo? Wo? Mann! Boah. Oh, geht doch! In letzter Sekunde. Okay, 1 als eine Umweltkatastrophe verhindert. Ah, meine Güte. Das hatten wir eigentlich voll nicht verdient, so viele Unschuldige, wie wir getötet haben. Glückwunsch, du hast den Titel der Gefeierte verdient. Diese Beförderung bedeutet, dass du nun einen größeren Bündnisflotte befehligen darfst. Reden wir nochmal kurz mit denen. Danke fürs Kommen, ohne dich wäre der, ja, das alles der reinste Albtraum. Wir wissen deine Hilfe wirklich zu schätzen. Ist eigentlich immer das Gleiche, was die da labern? Oha. Los, weg damit, weg damit. So. So. 857.000. Wow, damit kann man ein paar Kolonien ausbauen. So, aber... Was ist denn da? Die Spurefunktion hat begonnen. Spure sei mit uns. Yo. Dann wollen wir einmal wieder in den Krieg. Oh nein, wollen wir nicht. Viel zu wenig Leben, viel zu wenig Energie. Viel zu wenig so ziemlich alles. Deswegen einmal aufladen, einmal Energie aufladen und eine größere Flotte holen. Es bleibt dir überlassen, wie du so schrecklich sind. Warte mal, was wollen die von mir? Warte mal, Moment, das... Es bleibt dir überlassen, wie du diese zusätzlichen Sternsysteme kolonisierst. Sie auf unbewohnten Planeten zu errichten, funktioniert natürlich immer. Aber dabei könnte dir auffallen, dass es gar nicht so viele geeignete Planeten gibt. In diesem Fall besteht die Möglichkeit, andere reiche Systeme wegzunehmen. Entweder mit Gewalt oder durch Handelsrouten mit Verbündeten. Dann kannst du sie nämlich kaufen. Großartig. Unser unmittelbares Ziel ist es, Kolonien in 7 verschiedenen Sternsystemen zu haben. Eine Sache könnte dabei noch wichtig sein. Unsere Strategen haben die Struktur anderer Reiche analysiert. Es gibt noch kein Ergebnis, aber die Daten deuten definitiv auf etwas ganz Bestimmtes hin. Das Zentrum der Galaxie. Und jetzt zisch ab und vergrößere unser Reich auf 7 Sternensysteme und nimm Sterne, die näher zum Zentrum der Galaxie liegen. Wenn dort etwas ist, müssen wir früher oder später genaueres darüber erfahren. Okay, da haben wir jetzt eine Mission gekriegt, wovon ich den Anfang direkt weggedrückt habe. Hier würde es sich wirklich ein Gewürzlager lohnen. Was haben wir denn jetzt da gekriegt? Oh, keine Ahnung. Du hast die Kaufmann 2 Plakette erhalten. Okay.